Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum UDT. Wir sind an Spieltag Nummer 4 angekommen und heute geht es gegen den guten Logi. Ich drück mal auf A. Ich weiß nicht, ob er auch schon ready ist. Ja, sieht so aus. Okay, dann schauen wir mal, was er mitgebracht hat hier für den heutigen vierten Spieltag. Regen ist auf jeden Fall am Start, Sonne mit Volnuna nicht, das ist so halb gut. Ich glaube, ich hätte eher lieber Sonne gehabt als Regen, weil wir keinen wirklichen Wasserswitchen haben, aber wir werden schauen, wie sich das machen lässt. Also wir haben Shenlong, aber viel mehr dann auch nicht. Er hat Stalos nicht mit dabei, okay, das ist sehr, sehr gut, weil das bedeutet für mich, entweder leadet er mit Pilippa, um direkt den Regen rauszubekommen, oder mit Flampivian, weil das halt so sein typischer Wahlschall-User sein könnte. Und das halte ich für am wahrscheinlichsten und deswegen würde ich sehr gerne mit unserem Olangar dagegen leaden. Ich bin ein bisschen nervös, ich weiß gar nicht warum. Also irgendwie so nervös wie noch in keinem Match, aber ich habe keinen Plan warum. Also I don't fucking know. Okay Leute, okay. Ich würde sagen, Jiren ist okay als Lead. Hoffen wir auf das Beste und dann geht's ab in den Kampf. So, Pilippa hat er mit dabei. Leider Gottes sein Krebutak, weil Krebutak ist sehr, sehr schwer für uns zu handeln. Wir haben natürlich sein Gigaglurak gesehen. Wir haben Riffex leider auch gesehen. Auch Riffex sehr, sehr schwer für uns zu handeln. Flampivian sehr schwer für uns zu handeln. Also, Matchup nicht so geil. Und Mr. Ape ist der Lead. Das ist perfekt. Das ist sehr, sehr gut. Denn mein Plan könnte jetzt aufgehen. Weil ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen Angst vor einer Donnerwelle oder sowas hat. Aber das wäre okay, wenn er rausgeht. Natürlich sehr schade, aber wir gehen hier für Trickbetrug, übertragen ihm die Eisenkugel. Und das wäre halt mega geil, wenn das direkt klappt. Und es klappt. Sehr gut. Er kriegt die Eisenkugel, hat jetzt nur noch eine Init von 80 und damit outspeedet jedes unserer Mon außer Shenlong. Und wir erhalten die Salka-Beere. Das ist ganz gut. So, er setzt den Delegator auf. Das ist absolut fein, weil er möchte sicherlich jetzt die Bauchtrommel rausbekommen. Hat aber keine Beere mehr. Und das ist sehr, sehr gut für uns. Next Strike dürfte auf jeden Fall den Delegator kaputt machen. Ja, würde ich auch sagen, machen wir dann direkt, oder? Wir haben jetzt die Salka-Beere, ist nicht super gut, aber wir können das für spätere Matches sehr gut verwenden dann noch. Für spätere Züge nachher, um die Salka-Beere rüber zu tauschen. So, mit dem Next Strike sollten wir den Delegator erstmal kaputt machen. Dann bin ich gespannt, ob er jetzt in die Zen-Form geht mit der Bauchtrommel. Das wäre interessant. Dann wäre er wahrscheinlich schneller. Dann wäre er wahrscheinlich schneller als Olangar. Ja, er geht in den Trance-Modus. Okay. Das ist halt trotz allem jetzt sehr gefährlich für uns. Wobei wir den Tiefschlag haben. Wobei wir den Tiefschlag haben. Und ich weiß nicht, ob er mit dem jetzt rechnet. Wenn ja, und wenn er jetzt für den Delegator geht, haben wir ein Problem. Ja, dann hätten wir auf jeden Fall ein stronges Problem. Wir können halt immer noch outspeeden mit dem einen oder anderen Mon. Aber auf plus 6 macht er dann halt schon sehr, sehr guten Schaden. Naja, ich denke, wir gehen auf den Tiefschlag. Er hat jetzt zwei unserer Moves gesehen, dass wir jetzt auch noch Tiefschlag und Next Strike spielen. Ich glaube, das hält dafür nicht so wahrscheinlich. Ich hoffe es einfach mal. Und dann hätte Olangar das hier perfekt gekontert. Wir gehen auf Tiefschlag und wir treffen ihn. Das sollte auf jeden Fall killen. Nice. Flampivian komplett aus dem Spiel genommen. Das ist halt unfassbar strong für uns, dass diese Strategie einfach zu 900% aufgegangen ist. Also dadurch, dass er Delegator gespielt hat und so weiter und dann Bauchtrommel, ne, hat er uns nicht mal Schaden gemacht. Das ist so extrem gut. Aber jetzt kommt Mr. Toxic rein. Mr. Toxic ist natürlich nicht ungefährlich. Keine Frage. Wir könnten nochmal Trick betrugen. Aber da könnte jetzt eben auch eine Giftattacke kommen. Die Frage ist, wie können wir das am besten abfangen? Können wir das gut abfangen mit Flamara oder will ich ihm die Salka-Beere reindrücken? I'm not sure about this, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da Flamara reinwerfen will. Aber Gift sollte am ehesten noch handelbar sein. Wir gehen in Flamara. Wir hoffen auf das Beste. Und schauen mal, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. So, wir wissen halt aktuell nicht unbedingt, was er hier für ein Item trägt. Er geht für die Schlammwoge. Solange wir keine Vergiftung bekommen, sollte das fein sein. Das ist eine Menge Schaden. Und das waren jetzt glatte 100 KP. Okay, es sieht für mich sehr stark nach Wahlglas aus. Da haben wir nicht wirklich einen guten Switch rein. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal auf Schutzschild. So viel ist klar. Die Frage ist, wie handeln wir das Ganze weiter? Weil auch die nächste Schlammwoge wird halt killen. Jetzt wäre halt Kramor super gut, logischerweise, weil wir es damit immunisieren könnten.
Ja, und Shenlong wird das Ganze halt nicht besser tanken. Also es macht jetzt keinen Sinn für uns, irgendwie in Shenlong oder so reinzugehen. Sondern, ja, aber Flamara zu opfern, würde ich halt auch ungern machen. Bin ich ganz ehrlich. Und Jiren kann ich da nicht reinwerfen. Ja, Trickbetrug wäre vielleicht der Play gewesen, damit Flamara das jetzt Ganze ein bisschen besser tankt, weil grundsätzlich hat Ding seinen Job gemacht. Ja, I don't know, man, I don't know. Ich glaube, wir müssen irgendwas hier sterben lassen. Und Flamara ist hier so in dem Matchup gegen die ganzen Wassermons nicht so unheimlich gut. Würde ich einfach meinen. Boah, ja, keine Ahnung. Vielleicht war es auch eine High Roll oder so und wir können es irgendwie tanken. Wir gehen mal auf den Flammenblitz. Let's go. Let's go, let's go. Er wird uns sehr, sehr wahrscheinlich rausnehmen. Das ist aber, naja, nicht geil, aber... Oh, wir tanken es. Wir tanken es. Und zum Glück gehen wir auf den Flammenblitz, weil ansonsten hätte uns die Vergiftung jetzt getötet. Also, die mattert nicht. Wir gehen auf den Flammenblitz, machen ihm hier schön Chip Damage. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Okay, 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 okay. Fuck, was ist sein letztes Pokémon? Was war sein letztes Pokémon? Ich muss es ganz kurz analysieren. Mogelbaum, Stalos, Echnatols, Omnivora war es nicht. Kaokto war es nicht. Ist es Elfun? Ich glaube, es ist Elfun. Okay, wollen wir auf Freezer gehen und den Surfer raushauen? Weil das war kein Waldschaltschaden. Never ever. Never ever. Ich könnte aber auch auf Muten Roshi gehen und einen Draco raushauen. Ja, Draco wäre auch fein. Denke ich. Er kann keine Tarnsteine legen. Oder ich gehe in Freezer. Ich glaube, wir sollten damit guten Schaden machen. Er könnte potenziell Walschall sein. Und damit wäre er auch schneller als wir. Aber das war zu stronger Schaden. Glaube ich, als dass das Walschall war. Warte, ich muss nochmal ganz kurz im Kopf überschlagen. Schlammwogelstärke 95, ne? Plus Staff. Ja, aber ne, Überschallknall mit Dings ist stärker. Und Überschallknall hat ungefähr so viel Schaden gemacht, glaube ich. Wenn nicht sogar weniger. Ohne Dings weniger. Okay, das heißt, wir gehen safe für den Surfer. Das sollte safe sein. Ansonsten habe ich mich irgendwo verkalkt. Aber er geht raus. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir wissen hier auf jeden Fall schon mal, dass das Wahlglas ist. Und er geht im Pelipper, holt also den Regen raus. Perfekt. Ja, ansonsten würden wir jetzt nicht mega viel Schaden machen. Aber mit dem Regen sollte der Schaden auf jeden Fall vollkommen okay sein. Surferleben, Obstep, Regen. Ja, ist nicht mega viel. Ist nicht mega viel. Okay. Ja, ich denke, wir gehen mit einer Kehrtwende jetzt raus. Glaube nicht, dass der Walschall ist. Wenn der Walschall ist, kann er schneller sein als wir. Wird der Walschall sein? Boah, der ist, glaube ich, sogar speziell defensiv, oder? Könnte drin sein. Gehe ich für die Kehrtwende? Ist halt ein bisschen Chip, den ich nochmal rauskriege. Aber wenn der Walschall ist, ist halt blöd. Boah, ich kann mir jetzt auch sehr gut vorstellen, dass jetzt Krebutak reinkommt. Wir müssen ein bisschen schneller spielen wieder. Ich gehe für die Kehrtwende, ja. Ich glaube nicht, dass der Walschall ist. Ne. Okay. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Macht natürlich super wenig, aber wir müssen ihn ein bisschen weiter anschippen, dass der kein Switch-In mehr für uns ist. Das bedeutet, wenn wir die Tarnsteine gelegt bekommen, wäre das tipptopp. Wir gehen jetzt aber auf jeden Fall mal in Muten Roshi rein. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt eine Kehrtwende kommt. Vielleicht kommt aber auch ein Orkan. Orkan würde ich super gerne sehen. Weil der kann missen. Weil wir Wolke 7 spielen, aber es kommt die Kehrtwende. Okay. Okay, okay, okay. Die Frage ist, wen will er dagegen jetzt reinschicken? Ich habe immer noch nicht geguckt, ob Elfun am Leben ist. Wäre geil, wenn er Elfun schickt, glaube ich. Wäre das geil? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Weiß ich nicht so. Doch eigentlich müsste es okay sein, weil unser Flammenwurf nicht mehr geschwächt wird, oder? Weil Wolke 7 das ja neutralisiert. Mr. Dragon kommt rein. Und das ist sein Glurak, right? Aber das ist grundsätzlich sehr gut. Ja, ist schwierig. Der wird jetzt halt... es ist Elfun, okay, okay. Der wird jetzt halt uns mit einem Flugmuff angreifen. Oder spielt der Fokusstoß vielleicht sogar? Wenn der Fokusstoß spielt, wäre jetzt Draco Meteor am besten, weil dann wechseln wir aus und können dann in Freezer gehen. Spielt der Fokusstoß. Boah, ich weiß nicht, ob der sich gegen Shenlong... Der kann auch einfach den Drachenmove raushauen, ne? Drachenmove. Will ich auf Ulan-Gar gehen? Boah. Fokusstoß sollten wir auch okay handeln können. Ich glaube, ich gehe auf Ulan-Gar raus. Ja.
Brauchen wir nicht mega? Schwierige Anfangsphase auf jeden Fall. Wir werden gleich sehen, ob es besser gewesen wäre, in Zhenlong drin zu bleiben. Aber ich glaube, er Dynamax immer sehr, sehr schnell. Also direkt First Turn, geht nicht nochmal raus oder so. Von daher hoffen wir einfach mal, dass jetzt der Drachen-Move kommt, dass das sein Play gegen Zhenlong war. Weil das wäre okay. Schauen wir mal. Ich habe sehr Angst vor Gluak und er kann halt den Feuer-Move raushauen, wenn er will. Aber der wird zumindest geschwächt. Er geht für die Dynadüse, okay, für den Flug-Move. Das wird wehtun. Ja, das tut sehr weh. Ey, dass Flamara schon weg ist, ist nicht so geil. Ich könnte jetzt wieder Trick betrugen und ihm irgendwas geben. Ich weiß halt nicht, was er trägt. Weiß nicht, wie wichtig ihm die Salka... Die Salka wäre eigentlich super unwichtig jetzt für ihn, right? Boah. Ja, Mutenroshi tankt eigentlich nicht, hätte es sein, denn es ist ein... Ja, ich glaube, ich gehe für einen Trickbetrug. Ich glaube, das war jetzt nicht so super geil. Ich glaube, drinbleiben, Draco Meteor drücken wäre halt super, super gut gewesen. So, okay, was tauschen wir? Salkabeere gegen Walschatt. Ist sogar schlechter, glaube ich. Also, er hätte sowieso jetzt nach den Dynadüsen alles outspeedet. Das heißt, da bringt uns das nicht viel, außer dass wir hier wissen, dass er jetzt die Salkabeere hat. Und alles outspeedet halt, ne? Das ist das große Problem. Aber mit einem normalen Luftschnitt kriegt der Machomai auf jeden Fall nicht klein. Der sollte eigentlich auch nicht viel gegen Jakon haben, oder? Wobei wir auch nicht viel gegen ihn haben. Also ich glaube, jetzt in Mutenroshi gehen und den Draco drücken, um dann eben mit Machomai zum Beispiel reinzukommen oder so. Das ist, glaube ich, der bessere Play. Also Mutenroshi sollte auf jeden Fall einen Hit nehmen können. Das sollte nicht das Problem sein. Kann natürlich sein, dass er jetzt den Feuer-Move nochmal drückt. Aber der macht halt nicht viel gegen uns. So, will ich Ruhe orten oder will ich Drakon? Ich könnte auch einmal gegen Ruhe orten, oder? Egal. Ja gut, es kann halt jetzt der Drachen-Move kommen. Der wird auch danach noch guten Schaden machen. Nee, komm, wir gehen auf den Draco. Ich glaube, Ruheort hätte ein Play sein können. Ja, er geht für den Drachenmut. Ich hoffe, wir tanken den. Ja, wir tanken den. Ja, vielleicht hätten wir uns gegen Roosten wollen. Wäre eine Option gewesen. Oh, warte mal, wir switchen jetzt schon direkt raus, ne? Ist eh egal. Weil wir die Fluchttasche haben. Okay. Von daher war es Wayne. Ich denke, jetzt gehen wir jetzt in Jakon oder gehen wir jetzt in... Und sagen wir auch mal, wir haben halt die Steinkante. Also wir nehmen den Jungen jetzt raus. Ja, eigentlich ist jetzt perfekt, weil dann triggert Heiß Orb direkt. Können wir sehr davon profitieren. Und die Frage ist, hat er einen Switch in den Gesteinsmove? Eigentlich nein. Eigentlich nicht. Philippa wird auch sehr effektiv davon getroffen. Das ist also fein. Auch wenn es nicht perfekt läuft. Nicht so, wie ich mir das ganz gerne vorgestellt hätte. Aber Glurak jetzt hier schon mal rauszukriegen, ist ganz geil. Weil der hat seinen Wahlschalter nicht mehr. So, wir gehen auf Dynamax, wir gehen auf deiner Brocken. Let's go. Alles, was reinkommt, sollte Schaden bekommen. Und er bleibt drin. Okay. Ich weiß nicht, ob er Orkan vielleicht spielt. Könnte ich mir vorstellen. Wegen dem Regen. Ich weiß gar nicht, ob Glurak Orkan kann. Aber wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. So, Giga Machomai ist am Start. Giga vor allem. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay. So, der Flugangriff wird natürlich wehtun, trotz allem. Aber es ist nur der Luftschnitt. Das geht. Das kriegen wir gehandelt. So, deiner Brocken kommt. Problem ist Riffex. Riffex ist nicht unproblematisch. Und dann könnte man tatsächlich überlegen, ob man rausgehen will. Die Frage ist natürlich, in was. Da gibt es nicht so viele Optionen. Aber durch Burn, durch Sandsturm sind wir jetzt bei 200 KP. Und ich glaube, dass Riffex 200 KP ziehen kann mit seinem Wahlglas. Leider. Aber er geht in Mr. Wolle. Wer ist Mr. Wolle? Elfen. Okay, kann Elfen uns rausnehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich gehe jetzt straight für Deiner Brand. Ich glaube, Riffex wäre der bessere Play gewesen. Elfen hier rauszunehmen ist schon mal nicht unwichtig. Wobei er beide Wasser-Pokémon dann noch hat, ne? Gleich. Ja, wir können jetzt nicht so viel überlegen. Boah, ich glaube, das wird ganz schwierig für uns zu gewinnen. Sehr offensiver Kampf. War aber anzunehmen.
Rückenwind holt er raus. Oh. Jetzt hätte ich mir wieder gewünscht. Oh, warte mal, er tankt das gerade so. Hat er Fokusgurt? Oh, er hat Fokusgurt. Das ist schlecht. Jetzt bringe ich ihm sogar noch die Sonne. Wobei das vielleicht gut ist, weil wir eine Runde Rückenwind damit rumkriegen. Und das ist sehr wichtig, um an Krebutak besser vorbeizukommen. Wobei das ohnehin, ne? Mit Inteleon und Jakon wird das fucking nochmal schwierig. Ist unmöglich. Das sind die schlechtesten. Oh, wir haben Muten Roshi noch, aber Muten Roshi bringt halt auch nichts. Ja, also, boah, schwierig. Kann ich irgendwie meine Verteidigung erhöhen? Senkt die Spezialverteidigung des Ziels. Holt den Sandsturm wieder raus. Bringt mir alles irgendwie nichts. Boah. Ja, könnte sein, dass er gewinnt. Sehr wahrscheinlich. Sandsturm bringt mir nicht viel. So muss er wenigstens in Pelipper gehen, wenn ich die Sonne draußen halte. Ja, denke schon. Ja, ich glaube, das haben wir verloren. Tatsächlich. Sehr, sehr schnelles Match. Sehr, sehr schnelles Match. Hätten jetzt auch wechseln können. Wäre auch eine Option gewesen. Aber Krebutak wird so oder so schneller sein als Machomar. Und uns dann rausnehmen können. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ne? Weil die Sonne halt draußen ist. Ist sein Wassermove schlechter. Und wir sind ein Kampf-Pokémon. Das heißt, wir resisten zumindest seinen Unlicht-Move. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas von Dings tanken können. Glaube nicht. So, Mr. Rain kommt jetzt rein. Mr. Rain ist aber fein. Weil der ist jetzt... Weil der braucht jetzt halt die Rückenwindrunde. Der verbraucht die Rückenwindrunde. Der ändert das Wetter jetzt auf Niesel. Das ist okay. Aber Krebutak wäre, glaube ich, viel gefährlicher gewesen. Ich könnte jetzt einen wirklich risky Switch machen. Aber will ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bleibe auf dem Kraftkoloss. Weil entweder nimmt er mich jetzt raus mit dem Orkan. Oder auch mit der Wasserattacke. Oder er geht raus. So, was hat er noch? Reflex hat er noch. Ne? Reflex ist aber auch fein. Ja, wir gehen auf Kraftkoloss. Er wird uns jetzt töten. Ich könnte jetzt, wenn ich Orkan predikte, hätte ich auf Shenlong rausgehen können. Der hätte missen können und so weiter und so fort. Das weiß ich. Aber wenn er getroffen hätte, wäre Shenlong halt down. So, und jetzt würde ich, glaube ich, ganz gerne auf Jakon gehen. Oder auf Freezer. Freezer bringt mir nicht viel. Ich sehe wenig Möglichkeiten, das zu gewinnen. Sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Boah, ja, Necrozma muss jetzt irgendwas machen. Necrozma muss jetzt irgendwas machen. Und wir werden nicht genug machen gegen ein Walband Krebutak. Also Erdbeben macht über 50%. Und wir tanken normalerweise einen Hit. Oh, haben wir. Spielen wir jetzt Schwächenschutz oder spielen wir Überreste? Wofür habe ich mich entschieden? Ich weiß es nicht mehr. Oh, sag mir bitte nicht. Wir spielen keinen Schwächenschutz. Schwächenschutz hätte uns jetzt einfach den Sieg gegeben. Dann wäre Necrozma jetzt durchgegangen. Wäre Necrozma einfach durchgegangen. Und wir spielen die Überreste. Es ärgert mich so sehr. Es ärgert mich so sehr. Ich habe so lange hin und her überlegt. So freaking lange hin und her überlegt. Ja, ich muss, glaube ich, für Erdbeben gehen, ne? Ansonsten... Zu wenig Chip. Zu wenig Chip. Oder sind die Tarnsteine eine Option? Sind die Tarnsteine eine Option? Maybe. Maybe. Damit wir Pelipper mehr andamagen. Aber Pelipper ist, glaube ich, eh schon... Schwächenschutz hätte uns einfach jetzt hier durchgecarried, glaube ich. Weil wir wären nochmal auf plus 3 insgesamt. Wenn wir uns den Schaden angucken, hätte halt 1000 Mal gereicht. Aber der Damage ist auch gut. Vielleicht überleben wir sogar, aber er wird dann die Wasserdüse noch haben, denke ich. Es sei denn, er ist gewalt. Es sei denn, er ist gewalt. So, wir spielen etwas defensives Investment. Wenn er nicht gewalt ist, wäre das gut. Dann wäre das sehr gut für uns. Wir können eigentlich relativ free für Erdbeben gehen. Oder drücke ich jetzt auf die Tarnsteine? Jetzt die Tarnsteine ist, glaube ich, besser. Ja, jetzt die Tarnsteine müsste besser sein. Er hat aber Wasserdüse, okay. Das heißt, er ist nicht Walband.
Ja, dafür hat er aber ganz schön guten Schaden gemacht, aber wegen dem Regen, klar. Wegen dem Regen. Makes sense. Okay, wir gehen jetzt in Freezer. Wasserdüse wird wehtun. Keine Frage. Ich wünschte, ich hätte jetzt die Tarnsteine draußen gehabt. Ist Kehrtwende eine Option? Oder killt der Surfer? Der Surfer im Regen müsste eigentlich killen, oder? Glaube ja. Ich glaube ja. Wir haben nur noch 56 Sekunden. Wir müssen jetzt immer klicken. So, von ihm kommt nochmal die Wasserdüse. Macht halt okay einen Schaden, aber nicht so viel, wie notwendig gewesen wäre. So, Surfer, einmal für dich, please. Okay, das killt, immerhin. Also wir haben noch eine minimale Chance. So, wir müssen jetzt aber ganz schnell klicken. Wenn Reflex kommt, gehen wir nochmal auf Surfer. Wenn Pelipper kommt, gehen wir auf die Kehrtwende. Es hört auf zu regnen, das ist perfekt. Das ist absolut perfekt. Weil wir kommen in Sturzbach-Range mit Lebenorb und so. Und wenn dann der Regen draußen ist, machen wir vielleicht genug Schaden gegen Pelipper. Maybe. Mr. Rain kommt rein, okay. So, der hat jetzt gerade noch super viele KP, leider Gottes. Leider Gottes. So, okay, dann direkt raus mit der Kehrtwende. Ja, direkt raus. Ich hoffe, dann sind wir in Range für Sturzbach. Das macht halt gar nichts, ne? Aber sein Orkan kann missen. 39 KP, ja, sind wir auf jeden Fall in Sturzbach-Range. Nur ein Siedewasser, weiß ich nicht, ob es killen wird dann, ehrlich gesagt. I don't fucking know. I don't fucking know. Oh, ne, ich glaube, das jetzt eine Hydro-Pumpe drauf oder so, wäre halt insane. Er geht für Orkan, kann es missen? Es misst, okay, es misst. Das ist eine minimale Chance. Wir gehen auf jeden, gehen wir auf den Draco? Ne, wir gehen für Ruhrort, wir gehen für Ruhrort. Und eventuell hochheilen. Er hat aber den Eistrahl noch, okay. Das war's dann für Shenlong. Leider Gottes. Aber ein bisschen Chip brauchten wir halt noch. Ja, und was ist jetzt stärker? Surfer? Surfer ist Stärke 90. Stab, Regen, Dings. Ist stärker. Wir bekommen Stab, wir bekommen Sturzbach, wir bekommen Regen. Wird aber, glaube ich, nicht killen. Vielleicht ein Crit. Aber ohne Crit, glaube ich, verlieren wir. Komm schon, Intellion. Komm schon. I please you. Das ist eine Menge Schaden, die wir rausdrücken können. Aber das Pelipper tankt es knapp, ja. Tankt es knapp. Und damit gewinnt er. Weil egal, ob er Orkan oder irgendwas drückt, das tanken wir jetzt leider nicht mehr. Und wir verlieren leider 2-0. Shit. Ich glaube, dass, ja, das Entscheidendste war... Maybe... Dass wir mit Flamara rausgegangen sind und so. Also, dass wir in Flamara gegangen sind. Gegen... Was war das nochmal? Reflex, ne? Ja, dass Reflex tatsächlich Wahlglas war, also bin ich mir sehr, sehr sicher. Hätten wir, glaube ich, mit Olangar einfach drin bleiben sollen, ihm die Salka-Beere geben, weil Glurak mit Wahlschall war vollkommen egal, dann lieber dem Teil die Salka-Beere geben. Dafür bekommt er dann nicht mehr seinen Wahlglas-Boosted-Damage. Und dann wäre auch Flamara in der Lage gewesen, sich gegenzuhalten. Ja, das wäre, denke ich, dann letztendlich der bessere Play gewesen. Und das hätte vieles verändern können. Ich bin sehr froh, dass die Strategie gegen Flampivian ultra gut aufgegangen ist. Aber dann hatten wir eine Phase, wo es leider Gottes nicht mehr so gut lief. Und da sein Pelipper, glaube ich, speziell defensiv war, schwierig. Ich hätte, glaube ich, einmal nicht auf Siedewasser gedrückt, sondern auf Eistrahl, wäre das richtig, richtig gut gewesen. Oder hätte ich mich für Wahlglas entschieden. Hätte das auch gut sein können, wobei ich mir dann nicht ganz sicher bin, ob wir dann nicht trotzdem ähnlich viel Schaden gemacht hätten, weil wir dann jetzt nicht in Sturzbach-Range durch die ganzen Leben-Orb-Damages gewesen wären. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, also ich glaube, der Flamara-Play war der Punkt, der relativ schlecht war. Aber ich habe es mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass wenn er das relativ gut spielt, dass wir Schwierigkeiten haben werden und dass wir auf Necrozma uns letztendlich doch gegen den Schwächenschutz entschieden haben. Ich habe mir gedacht so, Kehrtwenden, Spukball, dies, das, jenes, wird halt alles mit dabei sein. Selbst einen Abschlag können wir überleben, wobei ich mir da immer nicht sicher bin, ob Schwächenschutz dann triggert oder nicht, aber ich glaube, es triggert. Ja, dann hätten wir einfach Hardcore gewonnen. Das wäre auch ganz nice gewesen. Vielleicht wäre es sogar noch eine Option gewesen, die fällt mir jetzt gerade ein, mit Necrozma rauszugehen. Mit Necrozma rauszugehen.
nachdem wir einmal Erdbeben gedrückt haben, Shenlong zu opfern. Dann halt logischerweise, ne, mit Inteleon finishen. Maybe hätte Necros mal dann was machen können gegen Pilipper, wenn es einen Move getankt hätte. Wobei wir da schon den Abschlag bekommen haben, das heißt, wir hätten da nichts mehr getankt. Das heißt, wir hätten dann Pilipper outspeeden müssen und Reflex outspeeden wir sehr, sehr wahrscheinlich nicht, weil er da genug Init Investment drauf spielt. Und den Drachentanz kriegen wir nicht raus. Ja, nee, ich denke, ich bleib dabei. Flamara war, glaube ich, der Play. Also der falsche Play. Auf jeden Fall GG an Logi, der sich hier leider gegen uns seinen ersten Sieg holen kann. Aber dieses, das Pilipper war nervig. Alles andere haben wir okay gehandelt. Krebutag war gefährlich von Anfang an. Reflex war von Anfang an gefährlich. Von Pivian zum Glück konnten wir das wenigstens ausbremsen. Naja, ich glaube, es war nicht das beste Matchup. Aber was willst du machen? So, wir stehen jetzt nach Spieltag 4 mit 3 Punkten ziemlich weit unten in der Tabelle. Das ist bisher, glaube ich, der schlechteste Start einer Season für mich überhaupt. Und viele Spieltage sind halt nicht mehr. Also uns da raus zu daraus zu befreien und in die Playoffs noch zu kommen, wird sehr, sehr hart. Wird sehr, sehr hart. Zumal da noch einige gefährliche Kandidaten auf uns warten. Also Pock zum Beispiel oder Belly. Das sind ja die beiden, die ich kenne und sind keine schlechten Spieler. Also gegen die zu gewinnen, wird schwierig werden. Ist halt ungünstig gelaufen, gerade mit dem Sieg gegen Blocky, den wir letztlich nicht erhalten haben. Aber mal schauen, wie es laufen wird. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat zumindest das Olangar-Set ganz gut gefallen. Und ja, I don't know. Zurückwirkend, klar, hättest du ein paar andere Items gespielt, wäre das Ganze anders gelaufen. Aber wir haben uns schon mal dafür entschieden. Und ist okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.